Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute wieder die beliebtesten Level an. Leider nicht ganz aktuell am Sonntag, ich muss ein bisschen vorproduzieren, aber dennoch schauen wir uns die an und spielen. Und das erste Level, Mario's Magic Transformation. Move left and right. Mario suddenly turned into a Mountie Mole. 392 Herzen hat's bekommen. Mario wird in einen Maulwurf verwandelt und muss die Welt überstehen. Und wir gucken da natürlich dabei zu. Okay, wir rennen nach rechts. Wir rennen nach links, wir rennen nach rechts und ich denke mal, genau, die Bombe macht uns den Weg frei. Oh, gut, so, komm mal nach links, mein kleiner Maulwurf, dann öffnest du hier das Feld. Ja, du musst noch weiter nach rechts und wir kommen weiter. Oh mein Gott, ich habe schon gedacht, du bist gestorben, aber du hältst noch aus, sehr gut. Okay, müssen wir jetzt mit dir nach rechts springen? Ja, das hat geklappt. Sehr schön. Dann einmal den On-Off-Block hier betätigen. Weiter nach rechts. Also ich drücke dann im Prinzip nach rechts. Ich steuere im Prinzip den Maulwurf. Und jetzt auf Mario. Ja, da bin ich. Einmal wieder zurückverwandelt. Ein sehr cooles Konzept, was ich schon kannte, aber ist vollkommen egal. Auf Platz 1 pickt von mir natürlich auch ein Herz. Man kann es 10 Sekunden schneller durchspielen, aber ist nie so schlimm, kriegt man trotzdem hin. So, Refreshing, nein, Rusty Crane. 4%ige Abschlussrate. Wir schauen mal, es geht um Greifhaken, ich weiß nicht, ob ich das Level schaffen werde, aber wir geben unser Bestes und ihr da draußen habt wahrscheinlich euren Spaß. Okay, nehmen wir mal den Helm hier. Uah. Okay, ich muss wahrscheinlich zurück. Eieieiei, okay, wie mache ich denn das? Okay. Okay, einfach nach rechts drücken und springen und... So, das Ganze hier auch nochmal. Das Leben nehme ich mir gerne mit. So. Da hätte ich runtergemusst auf die Kanone. Oh mein Gott. Muss ich das Ganze nochmal machen, ne? Okay. Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Der erste Abschnitt hier war ganz okay. Der zweite mit den Geistern. So, das Leben nehme ich mit. Du bleibst hier. So. Einmal hier drüber. Dann hier nach oben. Boah, ich habe meinen Helm verloren. Das ist natürlich nicht so gut. Huhuhuhuhuhu. Oh mein Gott. Hoffentlich gibt es hier einen Speicherpunkt. Ja, sehr schön. Und es gibt einen neuen Helm. Sehr schön. Okay. Oh mein Gott. Okay. Einmal rutschen hier nach unten. Hier geht's weiter nach unten. Okay, okay, gut. Mich gar nicht so doof angestellt. Okay. Ich muss mal meine Haare hier ein bisschen... Oh nee, soll ich das Ganze nochmal machen? So... Und am besten... Alles behalten, ja.
Thai. Da kommt es wirklich auf Timing an. Also ich denke mal, ich werde das Level wahrscheinlich schaffen, aber ich werde eine Weile brauchen. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, jetzt muss ich sagen. So, jetzt hier nach unten. Springen und hier rein. Okay. Gut. Okay. Oh mein Gott, und jetzt? Muss ich auf die Kanone drauf? Ja, ich muss auf die Kanone drauf. Okay, dort unten wäre noch eine Münze gewesen. Die Frage ist, dass... gehen wir da rein oder gehen wir hier runter? Unten gibt es ja bestimmt auch irgendwas zu entdecken, oder? Ein Leben. Ja, okay. Warum sollen wir das nicht mitnehmen? Wer weiß, was uns jetzt hier erwartet. So. Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Okay. Okay. Hier wieder drauf und dann hier nach oben. Okay. Ja, darunter möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur ins Ziel. Ja. Wirklich coole Ideen mit diesem Trampolin da auf den Greifhaken. Richtig geil. Aber wie gesagt, in 1,5 kann man es schaffen. Ich habe 3 Minuten gebraucht. Aber vielleicht haben wir die Abschlussrate ein bisschen höher getrieben. Ja, 4,35 hat nicht, glaube ich, gereicht. Star Wars Main Theme. Also ein Musiklevel, aber ich mag Star Wars, deswegen werden wir uns das heute zusammen anschauen. Star Wars Main. Wir gucken mal. Sehr cool. Es geht weiter. Geil. Sehr cooles Musiklevel. Also wie gesagt, ich bin wirklich nicht für Musiklevel, aber Star Wars mag ich. Es könnte mal jemand ein Level mit Harry Potter machen. Wäre ich voll dabei. Also, wenn ihr irgendein Level kennt, sagt mir gerne Bescheid. Wir machen noch ein bisschen weiter jetzt. Undertale, Musik-Speedrun. Okay. Ist ein Musik-Speedrun. Komm. 36% Abschlussrate. Ich schaue ihn mir einfach mal an. Mit euch zusammen. Auf geht's. Undertale habe ich nie gespielt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Deswegen starte ich aber trotzdem den Speedrun. Los geht's. Wer jetzt Undertale kennt, hat wahrscheinlich die Musik wiedererkannt. Wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Aber trotzdem, sehr cooles Level. Kriegt von mir trotzdem ein Herz.
Und wir machen weiter mit Refreshing. Mini Game Remix. Piranha Plant Interface Mansion. Okay, Thema, Technik. Wir gucken mal hier. 61% Minigames. Maze, Aim, Star Run. Okay. Also verschiedene kleine Minigames. Mal gucken, wie wir uns anstellen. Auf geht's. Das erste Minigame. Find heißt, finde die Unterschiede. Das ist ein bisschen was zum Rätseln. Sternpilz. Hier ist so ein Mario Bros. 2 Stern. Pilz. Genau. Weiter. Roter Block, Fragezeichen, Fragezeichen. Stern blinken. Hier blinkt der Stern theoretisch gesehen woanders, aber ob das wirklich ist, ich gehe einfach trotzdem mal hier rein. Die Mitte. Warum war da die Mitte anders? Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube, das Sternblinken, das war nicht wirklich so. Das hat nicht gezählt. So, wir wussten ja. Das haben wir hingekriegt. Die 10er Münze haben wir schon einmal eingesammelt. Und jetzt wäre die Mitte. Was ist jetzt in der Mitte hier anders? Okay. Das Förderband dreht sich schneller. Eindeutig. Ja. Okay. Maze heißt, einmal durch ein Labyrinth, bitte. So, die 10er Münze hätten wir noch mitnehmen können. Da oben die Münzen können wir auch mitnehmen. Nee, wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen hier oben lang. Okay. Wir müssen hier oben lang, damit wir, genau, danach den Sternenrun starten können. Ich glaube, der kommt nämlich jetzt gleich hier im Anschluss. Aim. Nee, Aim heißt ja feuern oder schießen. Ach so, ich muss hier versuchen durchzukommen. Okay. Hat beim zweiten Mal geklappt. Und jetzt kommt der Sternenrun, beziehungsweise, also das heißt also, wir bekommen einen Stern und dann geht es einmal quer durch über die Spikes. Kein Problem, kriegt man einen neuen Stern. Wir kriegen einen neuen Stern. Okay. Ich hoffe doch mal, der hält wirklich bis zum Schluss. Ja, hat geklappt. Okay. So, und jetzt müssen wir auch noch kämpfen. Gegen wen müssen wir kämpfen? Wer stellt sich zur Verfügung? Bumbums. Sarma. Okay, den Schlüssel haben wir schon mal. Jetzt muss ich noch klein werden, ja, damit ich hier durchkomme. Und jetzt kommt auch noch ein Musikabschnitt. Okay, war ein kleiner Musikabschnitt, aber ist okay. Als Abschluss für ein Level kann man das gerne machen. Es ist schön ausgeschmückt gewesen, das Level. Kriegt ein Herz. Ich würde aber gerne mindestens jetzt noch den ein oder anderen Speedrun mit reinnehmen. Dann würde ich mich einfach ein bisschen wohler fühlen. So, Refreshing Portal. Let Castle Automatic Refreshing 70. Oh, den haben wir schon gespielt. Okay, Mario gets sporty. Mario wird, gibt Gas. Link and Super Pearl Mario Game. Hört sich nicht schlecht an. 86% Abschlussrate. Also mit Link können wir ja Pfeile schießen und mit dem Superball Mario können wir Münzen und sowas einsammeln. Alles. Mal gucken, was wir als erstes bekommen. Okay, Schneewelt. Und wir bekommen Link als erstes. Okay. Sehr gut. Jetzt muss ich nochmal hier unten lang schießen. Okay. Kann ich auch eine Bombe hier hinwerfen? Müsste eigentlich genauso gehen, ne? Ja. So. Einmal dahin.
Und einmal hier oben hin. Sehr gut. So, den Powerblock noch. Wir kommen eigentlich ganz gut durch hier. Ach Mann, du stehst mir voll im Weg. Ich musste aber auch wirklich... Ah, ich wollte die 50er Münze mitnehmen. Beim ersten Mal durch. Sehr schön. Okay, gut. Jetzt, Mario Ball. Okay, komm, Bombe aktivieren. Also hier kann man, glaube ich, nicht wirklich viel machen, weil die Wege dieses Balls sind hier vorgegeben. Man muss halt einfach nur rechtzeitig schießen, ne? Sehr gut. Oh, das hat nicht geklappt. War ich vielleicht ein bisschen zu schnell. Nice. Und wir holen uns natürlich das Leben hier noch ab. Und dann kommen wir wahrscheinlich schon ans Ziel. Nein. Es gibt noch einen Boss mit Link. Cool. So, jetzt muss ich hier drüben hinschießen wahrscheinlich. Ach, hier muss ich jetzt mit dem... Ah, okay. So, hallo, ich brauche die... Nee, der hat jetzt... Ah, nee, ich brauche wieder Link. So. Einmal wieder Superball. So, jetzt kommt gleich die Bombe und tötet dort oben den Ludwig. Also, der Mancher hat den getötet, weil er auf den draufgefallen ist, weil der sich da überhaupt nicht wehren kann. Sehr geiles Spielprinzip. Auch am Ende der Bosskampf, wo man sich entscheiden musste, ob man mit der Superballblume oder mit Link spielt. Naja, jetzt muss ich aber noch mindestens ein Speedrun-Level zum Ende machen, sonst kann ich den Sonntag nicht gut ausklingen lassen. Speedrun, keep run. Gegen die Zeit, Einzelspieler, 13%ige Abschlussrate. Speedrun, keep run. Ich versuche mein Glück und ihr schaut mir dabei zu. Sehr schön, auf geht's. Auf geht's. Boah, das war schlecht, da habe ich. Aber wir haben auch genug Zeit. Wir haben genug Zeit. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Puh, kurze Verschnauspause. Mit Speicherpunkt. Jawohl, sehr gut. Und jetzt soll ich nur noch rechts drücken und Y. Das heißt, hier passiert wieder alles vollkommen automatisch. Ich mache gar nichts. Das ist natürlich auch eine Kunst, das hinzukriegen, ne? Oh, da kam nochmal Bowser zum Schluss runter. Und ich bin im Ziel. Sehr cool. Aber ich würde vielleicht noch so einen 20 Sekunden oder 30 Sekunden Speedrun am Ende raushauen. Das waren jetzt 41 Sekunden. Hat aber wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, sehr coole Level. Wir gucken mal noch, ob wir noch einen Speedrun finden zum Abschluss. Long Speedrun, 80 Sekunden. Den habe ich noch nicht gespielt. 15%ige Abschlussrate. Ich wollte einen Speedrun. Jetzt macht euch auf die härtesten 80 Sekunden eures Lebens bereit. Oder bereitet euch drauf vor. Los geht's. Los geht's. Okay, bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut. Okay, kurze Verschnaufspause. Hoffentlich ein Safe... Ja. Sehr gut. Speicherpunkt. Einmal hier rein wieder und zurück geht's. Ah, mein Fehler. Ich hätte einfach nicht springen müssen. Ich habe gedacht, ich muss. Ach, schade. Das heißt, einmal alles versaut hier, aber okay. Ich bin einfach gesprungen, obwohl ich hätte nicht springen müssen, weil ich hätte den Schäber nämlich aufnehmen müssen, damit ich dann da weiterkomme.
Okay. Sehr gut. Oh, ich habe Zeit eigentlich bis auch. Ich habe. Ja, gut, eigentlich habe ich Zeit gut gemacht, dadurch, dass ich ja resettet habe. Und wieder ein Bowser zum Schluss, ne? Wunderbar. Also, das wäre auf jeden Fall ein First Try gewesen. Aber sowas von. Aber leider habe ich mich um ein paar Sekunden verschlechtert. Okay. Dann wird. Okay, Platz 30 ist noch ein Speedrun, deswegen haue ich den noch mit raus. 60 Sekunden. Die Zeit wird immer kürzer. Geil. Los geht's. Los geht's. Okay. Das hat wunderbar geklappt. Hier muss ich schon wieder schmeißen, dann nach unten drücken und es gibt einen Save Point. Warum ich die roten Münzen sammle, das weiß ich wahrscheinlich auch nicht. Okay. Alles noch im grünen Bereich. Alles noch im grünen Bereich und hier muss ich das Power-Up wieder schmeißen und jetzt sind wir, glaube ich, durch, ne? Ja. Sehr geil. Daumen, wo ist mein Daumen? Da ist mein Daumen. Ha, den gibt's. Dafür, dass dieses Level so cool war. Ich habe zwar einen Schlüssel bekommen am Ende, aber den habe ich nicht gebraucht. Gut, ihr Lieben, ein Herz vergebe ich noch. Und das war's mit den beliebtesten Leveln am Sonntag. Ich bin euer Basti. Nächste Woche wird es wahrscheinlich kein Special am Sonntag geben. Wie gesagt, ich habe Urlaub und da weiß ich nicht, ob ich dazukomme. Ansonsten, habt eine schöne Woche. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.